Hallo und herzlich willkommen bei DymoTV. Heute möchte ich euch über die aktuelle Lage bei der Firma Dymo informieren. Wir haben unser Geschäft für den allgemeinen Publikumsverkehr komplett geschlossen. Nun bereits seit über einer Woche. Wir haben direkt reagiert. Die Auswirkungen hier im Unternehmen sind zwar eklatant, aber alle Maßnahmen, die momentan beschlossen werden, sind notwendig und auch sinnvoll. Wir haben hier einen Zwei-Schicht-Betrieb eingeführt. So können wir den Notbetrieb auch im Falle einer einzelnen Infektion in der Belegschaft weiterhin sicherstellen. Im Notbetrieb bearbeiten wir die Reklamationen unserer Kunden. Zudem liefern wir fertiggestellte und bezahlte Fahrzeuge auch weiterhin aus an unsere Kunden, die selbstverständlich auch ihr Eigentum übernehmen möchten. Die Übergaben verlaufen hier kontaktlos und nach den Vorgaben der Bundesregierung unter Beachtung aller Hygienevorschriften. Unser Telefon ist weiterhin besetzt, auch wenn wir darauf achten, dass alle Büros nur mit der Hälfte der Belegschaft besetzt sind, schaffen wir es derzeit, alle Nachfragen unserer Kunden zu den Auswirkungen der Corona-Krise auf die Lieferung ihres Reisemobils direkt zu beantworten. Auch die Beantwortung von E-Mail-Anfragen über alle einschlägigen Plattformen wie zum Beispiel mobile.de werden sehr zeitnah bearbeitet. Die telefonische Beratungen sind möglich und unser Verkaufspersonal ist bemüht, Interessenten das Kaufprozedere eines Reisemobils auch in der Krisenzeit zu erläutern. Verständlich ist natürlich der aktuelle Einbruch der Nachfrage nach Wohnmobilen, sowie wahrscheinlich auch nach allen anderen Konsumgütern. Und an dieser Stelle möchte ich mir noch eine Anmerkung erlauben, zu meiner eigenen persönlichen Einschätzung der mittelfristigen Auswirkungen von Covid-19. Die gesundheitlichen Folgen der Krankheit habe ich selbst lange unterschätzt. Ich denke, bei über 800 Todesfällen in Italien an nur einem einzigen Tag ist auch dem Letzten klar geworden, dass mit der Pandemie nicht zu spaßen ist. Aber auch die wirtschaftlichen Folgen des aktuellen Shutdown werden uns mit unerwarteter Wucht treffen. Firmen werden in Massen an den Rand der wirtschaftlichen Existenz gedrängt. Auch kleinere Unternehmen haben Kostenstrukturen, die bedient werden wollen. Profiteure dieser Entwicklung können allenfalls einige große Unternehmen sein, die schon heute mit dem Onlinehandel unterwegs sind und diesen perfektioniert haben. Aber auch kleine und mittelständische Unternehmen müssen jetzt schnell auf den Online-Zug aufspringen, um ihre Kunden weiterhin zu erreichen. Nützt alles nichts ohne Kunden. Natürlich, als erstes streben wir jetzt nach Sicherheit, auch nach finanzieller Sicherheit. Nur allzu verständlich, dass bei drohender Kurzarbeit als erstes der eigene Konsum zurückgefahren wird. Aber das ist meiner Meinung nach der falsche Weg. Wir alle brauchen den Konsum. Der Aktienmarkt ist eingestürzt, das hat für uns sehr abstrakte Folgen. Die wenigsten Privathaushalte verfügen über große Aktienpakete. Viel wichtiger ist die reale Wirtschaft in den Geschäften vor Ort. Jeder strengt sich an, weiterhin Aufträge reinzuholen. Egal, ob das der Baustoffhändler oder der Fahrradhändler ist. Auch wir als Reisemobilhändler wünschen uns Kunden, die optimistisch in die Zukunft blicken und ihren nächsten Urlaub nach der Krise planen. Auch wir als Reisemobilhändler wünschen uns Kunden, die optimistisch in die Zukunft blicken und ihren nächsten Urlaub nach der Krise planen. Hier also jetzt mein Appell an alle: Steckt nicht den Kopf in den Sand. Konsumiert. Egal, ob ihr euren Garten fertigstellen möchtet, eine neue Küche plant oder vielleicht ein Reisemobil anschaffen möchtet, nehmt eure Projekte in Angriff und tätigt notwendige Investitionen. Jeder Auftrag gibt allen Unternehmern neue Hoffnung und Durchhaltevermögen. Diesen Aufruf tätige ich nicht nur in eigener Sache. Wir befinden uns in einer komfortablen Situation.
Unsere Branche boomt seit vielen Jahren und dem kurzen Rückgang der aktuellen Nachfrage, da bin ich mir sicher, wird eine erneute Nachfragesteigerung im Herbst folgen, denn der Wunsch nach Unabhängigkeit wird nach überstandener Krise weiter steigen. Mir geht es um die Wirtschaft insgesamt. Lassen wir diese jetzt verkümmern, werden wir eine hohe Arbeitslosigkeit und ein weiteres Auseinanderdriften von Arm und Reich ernten. Allen Kunden, die meinem Aufruf gutheißen und diesem beherzigen möchten, bieten wir einen zusätzlichen Anreiz. Dieser Anreiz ist so gestaltet, dass auch andere davon profitieren. Jeder Kunde, der ab heute bis zum 23.04. ein Wohnmobil bei uns bestellt, erhält ein E-Bike des Premium-Herstellers Cannondale gratis als Beiladung. Die Aktion gilt für bestimmte Angebote aus unserem Portfolio und wir werden diese entsprechend bei mobile.de online kennzeichnen. Jetzt wisst ihr, wie die Lage bei der Firma Dymo derzeit aussieht. Wie viele von euch wissen, haben wir unsere Vermietung im letzten Jahr zudem an einen anderen Standort verlegt. Auch hier sind wir weiterhin besetzt. Natürlich werden derzeit viele der geplanten Mietreisen abgesagt. Das akzeptieren wir für alle Zeiträume bis Ende April natürlich anstandslos. Allen Reisenden, die schon jetzt über Stornierungen nachdenken, obwohl ihre Reise erst im Sommer geplant ist, möchten wir empfehlen, diese Entscheidung zu überdenken. Ist die Pandemie erst überstanden, wird es unmöglich sein, Fernreisen noch in diesem Jahr zu organisieren. Nichtsdestotrotz ist unser Team vor Ort gerne bereit, individuelle Vereinbarungen mit euch zu treffen. Online habe ich ein Video gesehen. Da appelliert der Inhaber eines großen Bäckereifachbetriebes an alle Kunden, weiterhin Brötchen zu kaufen und Solidarität zu zeigen. Ganz ähnlich meinem eigenen Aufruf hier. Was mich daran beeindruckt hat, war seine eigene Solidaritätsbekundung gegenüber dem Pflegepersonal in Deutschland, welches sich aktuell auf die schwierigste Zeit überhaupt einstellen muss. Wir selber können leider keine Gratisbrötchen anbieten. Dennoch sind wir der Überzeugung, dass insbesondere das knappe Krankenhauspersonal in Deutschland in den kommenden Wochen und Monaten gebeutelt werden wird. Seien es Krankenpfleger, Ärzte, Rettungsassistenten oder auch Verwaltungskräfte, die im Hintergrund agieren. Deswegen möchten wir auch hier im Rahmen unserer Möglichkeiten ein Zeichen setzen. Krise werden wir überstehen. Wir hoffen mit einer sehr geringen Anzahl an tragischen Krankheitsverläufen. Und sobald die Krise überstanden ist, steht es insbesondere dem Krankenhauspersonal zu, durchzuatmen und eine Auszeit zu nehmen. Nicht jeder Pflegeberuf ist überbezahlt und nicht jeder Haushalt kann sich in jedem Jahr einen Urlaub gönnen. Deswegen vergeben wir im Zeitraum von Oktober 2020 bis in den Juni 2021 insgesamt 50 Wochenenden mit einem Reisemobil an Angestellte einer Krankenhauskette. Jeder Krankenhauskette. Melden Sie sich einfach bei uns. Es gibt keine aufschiebenden Bedingungen. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Bleibt alle gesund. Ihr denkt schon länger darüber nach, euch ein Wohnmobil anzuschaffen? Dann seid ihr hier genau richtig bei Dymo TV.